zu meinem ersten YouTube-Video. Bisher habe ich gebloggt und Bücher geschrieben. Jetzt habe ich beschlossen, dass ich auch YouTube-Videos veröffentlichen werde. Wenn ihr euch interessiert für meine Blogs oder für meine Bücher, ich habe die unten in der Beschreibung verlinkt, damit ihr euch die anschauen könnt. Ansonsten, wenn euch mein Video gefällt, dann liked es doch bitte und abonniert meinen Kanal, damit ihr die zukünftigen Videos auch sehen könnt. Nun aber los mit Dropdown-Listen. Wie erstellt man in Excel Dropdown-Listen? Ich möchte hier oben, wo Sortiert hier steht, eine Dropdown-Liste erstellen, aus der ich auswählen kann Gemüse, Obst, Fleisch, Wurst oder Käse. Und möchte in einem weiteren Schritt, abhängig von der ersten Auswahl, hier eine Dropdown-Liste erstellen, in der ich dann auswählen kann, je nachdem, wenn ich Gemüse ausgewählt hatte, in der zweiten Dropdown-Liste Karotten, Lauch, Kartoffeln, Mais oder eben je nachdem, wenn ich Fleisch ausgewählt habe, dann Rind, Schwein oder Kalb. Geht eigentlich ganz einfach. Ich gehe mit meinem Cursor erstmal hier an die erste Stelle, wo meine Dropdown-Liste, die erste Dropdown-Liste, angezeigt werden soll. Dann gehe ich in die Registerkarte Daten, klicke auf Datentools. Bei Zulassen wähle ich aus Liste. Dann muss ich die Quelle angeben. Das ist der Bereich, in dem meine Optionen stehen. Und dann klicke ich auf OK. Dann habe ich hier oben schon die erste Dropdown-Liste erstellt. Wenn ich hier auf den Pfeil klicke, sehe ich hier Gemüse, Obst, Fleisch, Wurst, Käse und kann eines davon auswählen. Es gibt noch weitere Optionen. Ich habe hier eine Eingabemeldung. Hier kann ich zum Beispiel angeben Auswahl als Titel und als Eingabemeldung. Bitte wählen Sie eine Option aus der Liste. Und ich kann auch eine Fehlermeldung angeben, wenn jemand versucht, selber was einzutippen. Dann kann ich hier zum Beispiel sagen, Achtung, bitte aus der Liste auswählen und auf OK. Dann sehe ich hier, bitte wählen Sie eine Option aus. Und wenn ich jetzt versuche, hier zu schreiben, dann kommt eine Fehlermeldung. Bitte aus der Liste auswählen. Das war jetzt also die erste Dropdown-Liste. Wie kann ich jetzt aber eine Dropdown-Liste erstellen, in der ich auswählen kann, wenn ich jetzt hier Gemüse steht, okay, ich möchte jetzt Karotten oder Lauch oder Kartoffeln. Geht eigentlich auch ganz einfach. Ich muss zunächst hier das Gemüse nochmal markieren. Ich habe das extra aufgeschrieben. Die Überschrift ist nur für mich, damit ich weiß, für welche Sorte das gilt. Ich markiere also die Felder, in denen mein Gemüse steht und dann gebe ich hier oben im Namensfeld einen Namen ein. Und zwar heißt der in dem Fall Gemüse, muss genauso heißen wie die jeweilige Sorte hier in meiner ersten Dropdown-Liste. Und dann gehe ich auf die Enter-Taste. Jetzt weiß Excel, dass diese vier Optionen zum Gemüse gehören. Das mache ich jetzt mit den anderen auch noch. Obst. Enter-Taste nicht vergessen. Wurst, Enter und noch den Käse. So, jetzt muss ich hier die Dropdown-Liste an sich erstellen. Ich gehe also wieder hier drüben auf die Datentools. Ich wähle bei Zulassen wieder aus Liste. Und bei Quelle muss ich jetzt eine Formel verwenden. Direkt, die heißt indirekt. Klammer auf. Das ist gleich nicht vergessen am Anfang. Also ist gleich, dann indirekt. Klammer auf. Und jetzt klicke ich das Feld an, in dem meine erste Dropdown-Liste sich befindet. Und Klammer zu und auf OK. Jetzt ist hier schon Gemüse ausgewählt. Wenn ich hier jetzt auf den Pfeil klicke, dann bekomme ich Karotten, Lauch, Kartoffeln oder Mais. Wenn ich hier was anderes auswähle, nehmen wir mal den Käse, dann habe ich hier
Gouda Master Marble Käse Cheddar. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch bitte und abonniert meinen Kanal. Meine anderen Bücher und Blogs habe ich unten verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal.